Was geht ab, ihr Zocker? Oder sollte ich sagen, ihr Outlaws, ihr Verbrecher, ihr schlimmsten Diebe? Oder ihr, wenn ihr gerade männlich seid, ihren Sitz, das zeige ich jetzt lieber nicht, ich habe eine Unterhose an. Ihr habt bestimmt das Mansplaining-Video gesehen, wo die Frauen so machen und die ganze Bank da einnehmen. Nein, ist das ein gutes? Okay. Ach komm, scheiß drauf. Focus Home Interactive hat ein neues Video hochgeladen und können wir das bitte mal irgendwo hier... Hallo? Das sieht doch gut aus. Ja, wir haben einen Gameplay-Overview bekommen. Den Trailer habe ich natürlich unten verlinkt. Und dieses Video werden wir natürlich analysieren. Es ist auf Englisch. Ich werde natürlich auf Deutsch ein bisschen übersetzen oder sagen, was so der Kern in diesem Teil ist, den ich dann abspiele. Und ja, ich würde mal sagen, genießt es einfach. In Hood, Outlaws and Legends. You will battle it out in visceral and nail-biting multiplayer heists in a violent medieval world. Choose an outlaw, assemble your team, and then infiltrate castles and strongholds to steal the guarded riches within. But be warned, your team isn't the only one with eyes on the prize. Und die ersten paar Sekunden, die wir im Trailer schon sehen, das ist einfach richtig Gefühl für meine Ohren. Das hat was Vertrautes. Wer sich mit Hitman auskennt oder die Hitman-Spiele gespielt hat, die neuere Trilogie auf jeden Fall, der wird erkannt haben, dass das die Synchronstimme von Diana Burnwood ist. Boah, Junge, also das war schon mega geil. Hat so ein bisschen Nostalgie-Feeling und mit Heist, Schleichen, Stealth. Also die passt da rein, die Stimme. Und das ist mega cool gemacht. Des Weiteren wurde hier auch noch erklärt, dass wir natürlich ein gutes Spiel haben, was 4-on-4 Multiplayer ist. Und es geht im Endeffekt um diese mittelalterliche Welt. Wir versuchen natürlich den Reichen die Kohle abzuknöpfen. Und wir haben noch ein Gegnerteam, was im Endeffekt dasselbe versucht. Und wir müssen natürlich uns einen Helden aussuchen und uns dann versammeln. Also das soll dann der Teamaspekt sein. Ist jetzt auch nicht so das Wichtigste, weil die schöneren Sachen kommen jetzt gleich. Each daring heist pits two teams of four against each other, competing for a prized chest of treasure guarded by knights, crossbowmen and the fearsome sheriff. Hey, was guckst du? Okay, kleiner Witz am Rande. Aber wir haben schon wieder, oder ist euch mal aufgefallen, dass diese Spieleentwickler immer einen Touch dazu haben, Sachen doppelt und dreifach unterschwellig zu erklären? Jetzt haben wir schon wieder erklärt bekommen, man spielt 4 gegen 4 PvP und hat natürlich so diese leichten PvE-Elemente. Und es wurde gesagt, dass es auf jeder Map ein Schloss gibt. Das heißt also, alle 5 Maps, die wir haben, haben ein Schloss. Und man muss praktisch gesehen immer diese Schatztruhe aus diesem Schloss holen. Aber wie machen wir das eigentlich? Each castle you visit is located in a unique environment, with structures to explore and hidden entrances to discover. Your first step is to infiltrate the enemy's stronghold, to capture spawn points and find the key to the vault. The key is protected by the sheriff, a force of nature, capable of killing a man in a single blow and protected by a squad of elite guards. Ey, ich glaube, der Kollege ist als Kacke am Turnschuh geendet. Also, jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ich auch in meinem 10-Fakten-Video zu Hood, Outlaws and Legends gemacht habe. Infocard hier oben, falls es das noch gibt. Und wenn nicht, haben wir das dann unten einfach irgendwo verlinkt. Wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, in jedem Castle unterschiedlich vorzugehen. Und ich sage Schloss auf Englisch, weil... Okay. Egal. Also wir können in jedem Schloss unterschiedlich vorgehen. Und unsere erste Passage ist es praktisch gesehen, irgendwie in dieses scheiß Schloss reinzukommen. Informationen zu sammeln, die Spawnpunkte einzunehmen. Das heißt also, in Hood, Outlaws und Legends ist es nicht so wie bei Hunt. Du bist tot, dann bist du weg. Ist schon mal gut gemacht. Das heißt also, das Spiel ist wirklich dann vorbei, wenn der Scheißschatz entweder vom gegnerischen Team oder von unserem Team rausgenommen wird aus dieser Map. Gefällt mir schon mal mega gut. Das heißt, dieser Frustfaktor ist was begrenzt. Sagen wir es mal so. Und dann kommen wir natürlich noch zum Schlüssel. Den guten Vault Key oder Schlüssel zur Schatzkammer. Den hat der Sheriff. Und wie wir das eben im Trailer gesehen haben... Get over here! Der Dude kann dich einfach mal one-hitten. Und damit wir noch den absoluten Dark Souls-Modus haben, ne, kann der gute Sheriff auch noch von Elite-Wachen beschützt werden. Das heißt also, da muss man schon kreativ angehen. Und wenn das wirklich so ist und der Sheriff wirklich nicht der oberste Lappen ist, dann glaube ich, dass Teamspiel hier sau wichtig sein wird. Once you have the key, you need to locate the vault and unlock the door. If you manage to get the location before the rival game, they will have to either ambush you at the vault or wait for another opportunity to steal the treasure chest from you.
You must now take the chest to an extraction point and prepare to winch it away. Defend the position and protect your teammates winching the chest. Both the enemy team and the sheriff will try to stop you and claim the goods for themselves. Ja, und jetzt kommen wir natürlich zur taktischen bzw. Stealth-Phase. Wir müssen erstmal den Tresorraum finden. Und wenn wir den Tresorraum gefunden haben und als Erster da ankommen, dann müssen wir mit einem Hinterhalt vom gegnerischen Team rechnen oder wir müssen vielleicht auch damit rechnen, dass das gegnerische Team uns weiter attackieren will, weil die wollen ja auch gewinnen. Und dann haben wir noch was Schönes, Einfaches gesagt bekommen. Wir müssen dann diese Scheißtruhe zu einem Extraktionspunkt bringen und ihr habt einen Spieler erstmal weniger. Das heißt, ihr müsst diesen Spieler auch noch beschützen. Oh, Junge, Junge, ich weiß nicht, da ist schon wieder Random Rage Potenzial, sage ich euch ganz ehrlich. Aber jetzt kommen wir zum schönen Teil. Ne, wenn ihr zu dritt spielt, ihr müsst verteidigen, klug vorgehen. Ich liebe Teamspiele, die ein bisschen Strategie haben. Und ihr habt dann ja noch eine Gefahr. Der Sheriff. Ihr erinnert euch noch, der Typ, der das hier gemacht hat. Ja, und wenn ihr auch nicht als Kacke am Turnschuh enden wollt, trotz Spawnpunkte oder ständig, dann müsst ihr schon schlau spielen. Und das gefällt mir richtig gut. Das heißt also, es ist ein Triple-Gefecht, ein magisches Dreieck. Ihr gegen euer gegnerisches Team, gegen den Sheriff. A successful heist starts with assembling the perfect team. The Ranger is a sniper, equipped with a devastating longbow that can eliminate targets from almost any range. His explosive arrows can bring even the unstoppable Sheriff to his knees. Okay, jetzt kommen wir zu dem coolen Teil oder den schönen, zu den Legenden bzw. Charakteren, Outlaws. Schimpft sie, wie ihr wollt. Und um einen erfolgreichen Heist zu machen, muss man seine Charaktere kennen. Und wir haben mit dem Ranger angefangen und hier wurde beschrieben, dass der Ranger praktisch gesehen der Sniper ist. Er ist der Typ, der aus allen Distanzen die Leute wegmäht oder aus den weitesten Distanzen. Das heißt also, er ist der Fernkämpfer der Truppe. Wenn ihr noch mehr zu den Fähigkeiten und Perks wissen wollt, ich habe hier noch ein Video dazu gemacht. Ist ein Ranger mit dem Ersteindruck, also die ersten beiden Trailer zu Hood, Outlaws and Legends. Wird auf jeden Fall mega cool und wir gucken uns natürlich jetzt den nächsten Charakter noch an. Ach, aber bevor wir das machen, wir haben ja noch die explosiven Pfeile, das ist seine ultimative Fähigkeit. Ja, Sheriff, das siehst du gerne, ne? Habt ihr das gesehen? Ihr könnt einfach mit dem Bogen auf ihn zielen und den Motherfucker-Move machen. The Hunter's Burst Fire Crossbow and deadly assassination abilities makes her a master of close-range ambushes. Her invisibility and smoke grenades are perfect for the sneaky approach. Und jetzt kommen wir zu einem schönen Teil und wir gendern jetzt mal. Wir kommen nämlich jetzt zum Hunter. Sternchen innen, Pause drin, darf man nicht vergessen, sonst wird wieder die ganzen Leute böse. Ach ja, ist das geil. Aber auf jeden Fall, ich sage es euch, wie es ist, der Charakter ist so mega geil. Er gefällt mir und er hat so eine vormodifizierte Version der Phantom Blade. Ne, wer die Phantom Blade kennt oder nicht kennt, das ist die aus Assassin's Creed Unity und ich liebe Unity. Ich liebe diese Waffe und ich habe da diese Unity-Vibes. Und du hast auch das Assassinieren und dafür ist der Charakter einfach gut. Still, heimlich die Leute wegrotzen. So muss es sein. Gefällt mir richtig gut. Sie kann sich unsichtbar machen und hat Smoke Grenades. Und sie sorgt im Endeffekt dafür, den Weg frei zu machen oder sogar eine Vorroute zu nehmen. Sie ist praktisch gesehen so ein kleiner Speer. Und dann hat sie noch Mitteldistanz durch die geile Phantom Blade. Okay, es ist eine Crossbow. Aber trotzdem geil. The Brawler is the best at close quarters combat. His sledgehammer is capable of downing some foes in a single blow. And when he activates his wrath ability, he becomes a melee powerhouse. Das war jetzt wirklich ein kleiner Diss. Also nur so ein paar Sekunden über den Brawler zu sprechen. Ich finde, wir sollten hier ein bisschen eine traurige Melodie spielen. Okay, aber man muss fairerweise sagen, der Brawler, der ist eigentlich der Nahkämpfer der Truppe. Der ist der Hau-drauf-Typ und der ist wahrscheinlich auch einer der beliebtesten, kann ich mir vorstellen. Der ist einfach nur da, um die Gegner wegzuhauen. Er hat Ruhe, Kraft, er ist das Powerhouse und er kann seine Lebenspunkte selbst regenerieren mit seiner Ulti und wird zu einem richtigen, ich nenne es jetzt mal Melee-Berserker. The Mystic's Divination lets him detect nearby enemies. He also has healing abilities that can bring the wounded allies back to fighting form. Only a fool would consider him a pacifist, though. His flail is the perfect weapon for crowd control and breaking down the sturdiest of armored guards.
dann der gute Mystiker oder der Mystik. Und hier wurde schon scherzend erwähnt, dass er nicht als die passive Einheit gelten soll, wie er so dargestellt wurde bisher in den Trailern. Er hat den leichten Wallhack, er kann seine Verbündeten heilen und er kann die Leute wieder in den Kampf schicken. Das heißt also, ich weiß es nicht, ob er der ist, der schneller wiederbeleben kann oder ob es der einzige Charakter ist, der so kampfunfähige Leute wiederbeleben kann. Aber dadurch ist er wieder einzigartig und finde ich natürlich mega cool. Und er ist halt darauf ausgelegt, im Kampf gegen die leichter bewaffneten oder die ganz leichten Leute zu kämpfen. The riches you managed to steal from the state may be used to develop your hideout, giving you access to a wide variety of services. With your hard-earned rewards, change the look of your weapons and armor, or customize your characters to unlock new tools, abilities, and gear. Hood, Outlaws, and Legends will let you and your friends perform daring heists and calculated escapes under the watchful eye of the state. Is there honor among thieves? That's up to you to decide. In Hood, we are all outlaws, but some of us will become legends. Natürlich ein bisschen Gameplay bekommen und wir haben natürlich was zum Hideout gesteckt bekommen. Im Hideout können wir sehen, dass wir Ausrüstung ändern können. Wir können unsere Rüstung auch anders aussehen lassen, also Skins praktisch gesehen und die Waffen ein bisschen ändern designtechnisch und können dort halt verschiedene Boni freispielen, unsere Charaktere ein bisschen verbessern. Finde ich auf jeden Fall mega cool. Man konnte so ein bisschen auch sehen, was man freispielen kann, auf welcher Map, dass so Challenges gibt. Gefällt mir mega gut und ich hoffe, die behalten wirklich diesen Fokus bei. Dann gibt es natürlich noch so dieses typische Schlusswort, dass wir unter dem Auge des Staates stehen. Bedeutet also im Endeffekt den ganz einfachen Robin Hood Spruch, wir nehmen es von den Reichen und geben es den Armen und das mögen die nicht so ganz. Und was haltet ihr jetzt von Hoods Outlaws and Legends? Kommt am 7. Mai für Early Access. 3 Tage später könnt ihr es dann wirklich jeder zocken, der keinen Bock hatte, das vorzubestellen oder zu faul war. Ihr könnt mir dann gerne unten in die Kommentare dengeln. Lasst gerne ein wundervolles Abo da, wenn ihr nichts weiteres hier mehr im Thema Gaming verpassen wollt. Und ich sage noch Tschüss, bis dann. Und habt noch viel Spaß beim Zocken!